begrüße euch in mein Tageshoroskop am 29. Juli 2017. Mond bewegt sich gerade im Tierkreiszeichen Waage und bald übergeht im Tierkreiszeichen Skorpion. Es nähert sich Halbmond. Was das bedeutet, ein Halbmondposition und was für Spannung das auslöst, das erkläre ich genau in mein Halbmondhoroskop. Aber es ist noch nicht so weit. Mond ist immer noch im Tierkreiszeichen Waage und hat eine Verbindung zu einem Sternbild und dieses Sternbild heißt Schiff Argo. Und dieser Schiff Argo wurde berühmt von Argonauten, weil die Argonauten haben mit diesem Schiff die Reise gemacht und haben die goldenen Vlies der Widder geholt. Und in diesem Sternbild, in diesem Schiff Argo, gibt's einen besonderen Stern. Und dieser Stern heißt Foramen. Und das ist wie ein Schlüsselloch. Und das sollen wir öffnen, damit dieses Schiff in Bewegung kommt. Das Problem ist, dass es rundherum Nebel ist und es ist gar nicht einfach, im richtigen Moment, im richtigen Ort zu sein und etwas in Bewegung setzen, weil dazu brauchen wir gerade Orientierung. Und das, was uns die Mond vermittelt heute. Dann die Scheinbewegung, die Sonne im Tierkreiszeichen Löwe hat auch einen Einfluss von den beiden Esel, die südlichen Asellius und die nördlichen Asellius. Und die sind auch berühmt über die Mythologie. Und diese Geschichte möchte ich auch erklären. Es gab einen Kampf zwischen Göttern und Titanen. Und die Titanen waren die Riesen. Und hat das nicht gut ausgeschaut für die Götterwelt. Da, wo dieser Kampf geführt hat, das war Vulcanus. Vulcanus, die Feuergott, der Gott, die Schmiedkunst, auch die Waffenherstellung. Bis dann die beiden Esel angefangen zum Schreien. Und die Titanen haben diesen Schrei noch nie gehört. Und sie haben so Angst bekommen, die sind davongelaufen. Und so haben die Kampf gewonnen, die Götter. Und als Dankbarkeit haben die beiden Esel und auch die Futterkrippe, was auch zu beiden Esel gehört, im Himmel gesetzt. Und das ist auch eine Botschaft für den heutigen Tag und es vermittelt die Sonnenenergie und auch Mars, was etwas in Bewegung setzt und Kraft und Mut zeigt. Wir dürfen heute mal erlauben, wenn die Situation so ist, etwas lauter zu werden. Besonders trifft es die Löwengeborenen, die Schützengeborenen und die Widdergeborenen. Und schauen wir mal die einzelnen Tierkreiszeichen an. Bei den Tierkreiszeichen Waagegeborenen ist wichtig Sicherheit, Stabilität, die innere Ruhe. Aber eine gewisse Nervosität verspüren die Waagegeborenen, besonders wenn es um Ungerechtigkeit handelt. Und wichtig ist für die Waagegeborenen die inneren Ruhe bewahren, weil das gibt die Kraft. Und zurück zu beiden Esel, die beiden Asellius, wenn das angebracht ist, dürften die Waagegeborenen auch mal etwas lauter werden. Und die Möglichkeiten, Chancen sind da, das heißt, die Waagegeborenen ist möglich, die Ziele zu erreichen. Und es sind auch Veränderungen. Sie sollen auch dieses Schiff Argo in Bewegung setzen, aber da benötigen die Waagegeborenen auch die Orientierung, die innere Ruhe und die Orientierung und die Möglichkeiten, Chancen zu wahrnehmen. Und das ist die Energie, die Waagegeborenen. Wo die Waagegeborenen Glück haben, das ist die Liebe, Partnerschaft. Bei den Skorpiongeborenen kommt in den kommenden Tagen etwas in Bewegung. Es löst zwar eine gewisse Spannung aus, aber das werden die Skorpiongeborenen bewältigen. Aber sie brauchen momentan die Ruhe, aber auch die Kraft.
Und was Kraft gibt bei den Skorpiongeborenen, das ist die eigene Zuhause, die eigene vier Wände, die Familie, aber auch die Lebensfreude. Bei den Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist auch wichtig die Lebensfreude. Und hier gilt auch die Botschaft von den beiden Esel. Wenn das erlaubt ist, weil die Situation erlaubt das, dann dürfen die Schützengeborenen auch mal ein Schrei loslassen und andere mal ein bisschen Grenzen setzen. Dann ist wichtig bei den Schützengeborenen, dass ihre Ziele, ihre Wünsche nicht aufgeben. Weil da sind gerade in den richtigen Weg. Und wenn da Einflüsse von außen kommen, kann passieren, dass das nur verunsichert die Schützengeborenen und kommt die Neigung, dass sie das alles aufgeben. Bei den Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen ist wichtig, etwas beenden, loslassen, etwas zum Ende bringen, weil das gibt Kraft bei den Steinbockgeborenen. Es kann heute passieren, dass eine Situation kommt, was die Steinbockgeborenen als ungerecht empfinden. Ab morgen überwinden diese Schwierigkeiten die Steinbockgeborenen. Und wo die Steinbockgeborenen gerade die Kraft bekommen, das ist die Freizeit oder die Lebensfreude. Bei Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen ist ein wichtiges Thema auch die Liebe, Partnerschaft, aber auch die beruflichen Situationen. Also beides kann wichtig sein. Die Wassermanngeborenen haben Möglichkeiten, Chancen, aber sie sollen das bewusst wahrnehmen und aktiv zu sein oder Kontakte knüpfen, weil das hilft auch. Und im inneren Gleichgewicht bleiben. Und die Wassermanngeborenen haben Glück in die Liebe, Partnerschaft. Bei den Tierkreiszeichen Fischengeborenen ist immer noch die Reinigungsprozess und Heilungsprozess auch. Und in diesem Wandlung befinden sich gerade die Fischengeborenen. Morgen kommt etwas im Fluss. Es ist zwar diese Halbmondposition, eine gewisse Spannung und da brauchen wir die Festigkeit oder die Realität auch mal zu sehen, das erkläre ich dann bei dem Halbmondhoroskop, aber ansonsten kommt in die Tagen etwas im Fluss und beruhigt sich etwas bei den Fischengeborenen und sie spüren wieder die Lebenskraft. Bei den Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist ein wichtiges Thema die Berufung. Sie spüren eine gewisse innere Nervosität und sie sollen die Ruhe bewahren und um die Berufung kümmern, weil da sind die Umbrüche, Veränderungen und da sind die Möglichkeiten und Chancen. Es kommt mehr Klarheit und gerade ist wichtig auch bei Wiedergeborenen Kraft und Mut zeigen und bitte erinnern auf diesen beiden Esel. Manchmal hilft das auch, wenn wir etwas lauter werden. Und das würde ich auch bei den Wiedergeborenen empfehlen. Da kommen Einflüsse von außen, das kann Glück sein, aber auch in die Liebe, Partnerschaft eine schöne Zeit. Bei den Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist die berufliche Situation sehr wichtig und es ist eine Steigerung gerade bei den Stiergeborenen. Dieser Halbmondhoroskop hat eine Wichtigkeit und eine wichtige Botschaft für die Stiergeborenen. Es ist zwar nicht heute, sondern es wird morgen sein, aber das würde ich empfehlen, mal die achtsam oder das anzuschauen, weil das wird eine wichtige Botschaft für die Stiergeborenen sein. Was ich heute sagen kann, dass die berufliche Situation wichtig und es ist Steigerung da beruflich. Und ab morgen kommt mehr Klarheit, mehr Orientierung und diese Halbmondposition sagt etwas konkret aus für die Stiergeborenen. Bei Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist wichtig die Freundschaften, Bekanntschaften, aber auch Liebe, Partnerschaft. Und da sollen sie frei sein und frei bewegen. Und dieses Glück, was sie gerade erleben,
Besonderes in die Liebe, das soll die Zwillingsgeborenen befreien, also nicht nervös sein bei solcher Situation, wenn man neu verliebt, sondern eher die Luft bewahren und diese Leichtigkeit. Bei den Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist eine Steigerung gerade, auch wenn heute eine gewisse Spannung da ist, in den kommenden Tagen verbessert sich das alles. Und was wichtig ist momentan bei den Krebsgeborenen, das sind die Freundschaften, Bekanntschaften. Bei den Tierkreiszeichen Löwengeborenen ist wichtig, Kraft und Mut zu zeigen und mal auch die Stimme etwas erheben, weil damit erreichen etwas momentan die Löwengeborenen. Bei den Jungfraugeborenen ist wichtig, die Termine, die Gespräche oder eine Botschaft oder ein Vertrag, da bewegt sich etwas bei den Jungfraugeborenen. Und dieser Halbmond, was morgen ist, ist auch wichtig, ein wichtiger Zeitpunkt für die Jungfraugeborenen, aber das erkläre ich in meinem Halbmondhoroskop. Und das war mein Tageshoroskop. Zum Schluss möchte ich noch erwähnen, dass ich auch Beratungen anbiete und die Kontaktdaten werde ich sofort einblenden. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.